Mannheim, Braunschweig, Genau. Ja, noch für uns. Ich darf dich auch mal kurz, ja? Okay. Die Rheinpfalz hat mich auch schon mit Kamera interviewt. Aber schön, ich hätte diesmal. Ist ganz durch. Ja, ja, super. Also es sind nicht weniger geworden, ne? Das ist gut. Eher mehr. Das finde ich gut. Und es ist auch toll, dass ihr alle da gewesen seid und mitgemacht habt und mit Masken und mit Abstand unterwegs seid, weil wir wollten auch zeigen, wenn die Bilder rausgehen, dass wir hier sicher sind, dass wir auch auf die möglichen Infektionen achten, dass wir alle aufeinander aufpassen und solidarisch unterwegs sind. Wenn ihr jetzt dann rausgeht, möglichst nicht alleine, sondern geht in Gruppen. Wir wissen natürlich nicht, wie viele von den Querläufern, sage ich jetzt mal, unterwegs sind. Wir haben nur gehört, dass sich einige wohl gesammelt haben im Schlosshof, da passt die Polizei auf die auf und sie passen auch auf uns auf. Solltet ihr draußen unterwegs sein und es passiert irgendwas, eine Einkesselung, ihr kommt da aus Versehen rein, haltet den Stahl hoch, dann wissen die, ihr gehört zu uns und nicht zu denen. Sagt es auch bitte nicht. Okay. Wir werden morgen der Organisationskreis, der sich jetzt auch bei euch bedankt, uns morgen wieder zusammenzoomen. Und werden beraten, wie es weitergeht, nachdem wir dann wissen, wie auch es heute Abend mit den Querläufern wieder gewesen war. Und dann werden wir beurteilen, ob es nächsten Montag wieder nötig ist, weiter auf die Straße zu gehen. Ihr könnt alle noch, die noch nicht unterschrieben haben, unseren Aufruf unterschreiben. Ihr werdet von uns auf dem Laufenden gehalten in den sozialen Medien und einige haben auch uns ihre E-Mails geschickt. Und dann werdet ihr erfahren, ob wir nächsten Montag uns wieder treffen. Am besten, ihr haltet euch schon mal den Abend frei, beziehungsweise die eine Stunde. Dann werden wir uns nötigenfalls hier wieder treffen, um wieder ein Zeichen zu setzen für die demokratische Bundesstadtgesellschaft in Mannheim. Dann nochmal instrumental und dann die Wiederholung. Erste Probe. Gerne.